Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Crusader Kings 2. Wir sind momentan im Krieg da unten im Galiläischen Unabhängigkeitskrieg. Der hier hat schon wieder rebelliert. Da ist gerade ein Ratsmitglied gestorben. Unser Kämmerer hat es zerlegt. Ja, das machst jetzt du. Steuern sammeln und gut ist. Ansonsten können wir ein paar Herzogtitel übernehmen. Das ist aber jetzt momentan nicht so der Hit. Das hier oben wäre Galloway. Das andere wäre Lothian. Ja. Meine verbliebenen Söhne haben bei weitem nicht die Fähigkeit, die Ergela Brigde, er wusste, wie man ein Schwert führte und wäre ein großartiger Earl nach meinem Tod gewesen. Was? Achso, der ist gestorben. Oh, das ist ungünstig. Also es ist wohl so... Ah ja, unser fähiger Sohn hier ist gestorben gerade. Der hier wäre jetzt unser Nachfolger, der hätte eigentlich sogar relativ gute Skills. Prinz Konstantin ist der hier, oder? Nee, der jüngste. Ich habe noch andere Söhne, vielleicht ist einer von ihnen geeignet. 90% Chance, dass er Feigling bekommt und 10% auf Tapfer. Und vielleicht... ja, wir fragen mal die Gattin. Königin, ja, sie ist jetzt schwanger und bekommt gestresst. Okay. Sie ist jetzt tierisch gestresst. Ja, mein. Sie ist katholisch, das ist gut. Hier unten wird langsam angefangen. Passt soweit, finde ich. So. Wir bräuchten hier irgendwo ein paar Sachen. Den können wir einkerkern. Den Prinz der Bretagne. Weil er exkommuniziert ist. Okay, das ist relativ egal. Also mir zumindest. Krieg erklären. Kann ich momentan keinen. Vassalisieren will er nicht. Was haben wir hier noch? Das ist der... Das ist England, ist ein holländischer König. Frankreich ist es, nicht England. Der dürfte relativ wenig Provinzen noch haben. Ja, die Gattin ist schwanger, das haben wir ja eh gesehen eigentlich vorhin. Ja, wie kriegen wir England? Haben wir zwar ein paar Ansprüche. Die Bauern in Jaffa haben sich erhoben. Gehe zu. Da unten. Ah ja. Aber da kann man nichts machen. Die haben sich halt jetzt erhoben. In Tomon steigt die, die Revoltenchance um 5%. Das ist unsere Hauptstadt. Da müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich wegen dem Steuereintreiben hier. Genau, hohe Steuern. Risiko plus 5%. Wir hätten ja eigentlich... Ah, der führt Truppen an, oder? Ja, der... Ja. Schauen wir mal. Er unterdrückt gerade hier. Ja, das Revoltenrisiko. Isle of Man ist demnächst fällig, so wie es aussieht. Da müsste man mal was machen. Da unten kann ich ja noch keine Truppen ausheben. Schade. Hier gingen sogar welche, aber das Land noch nicht. Kürzlich erobert. Endet in 8 Jahren, okay. Verteidiger minus 10% Moral, so soll es sein. Und dann hätten wir. Das da, glaube ich. Ja. Okay, unser Kämmerer wurde umgebracht von einer Horde wütender Bauern. Okay. Einfach so, ja.
Dann macht das jetzt unser Nachfolger. Komisch. Er macht halt Wirtschaftsforschung, bevor der hier verreckt. Kann nicht wahr sein, einfach so hier. Diese Bauern. Was ist das hier? Das gehört. Ach, das ist. Wer ist der Nachfolger? Oh ja. Ja. England ist einfach ein bisschen groß momentan geworden hier. Und Frankreich existiert kaum noch. Wir haben auch keinen Kriegsgrund für Frankreich, das ist schade. Hier hätte ich gerne die Vassalisierung, das macht er nicht. Entferntes Reich, Edna. Das hier oben ist auch Normandie, okay. Da könnten wir den Krieg erklären, aber erst, wenn wir unsere Truppen wieder weggepackt haben. Der kapituliert natürlich noch nicht. Naja, warum auch? Er verliert ja jetzt. Jetzt gerade nur unser Verwandter. Das ist jetzt der Herzog von Galiläa. Der hat die zwei Grafschaften, genau. Das Herzogtum können wir ihm entziehen, dann hätten wir es. Das bringt uns aber nichts. Wer ist hier unten? Scheffel? Der hier, der hat aber schon zu viel. Hat er so viel Titel? Ja. Ansonsten. Ja, so einen Titel entziehen wir ihm dann und da setzen wir irgendwen anders ein. Und übertragen ihm dann den Vasallen. Und dann müsste das eigentlich hinhauen. Lancaster, Galloway und... Achso, Derby, Carrick und Teviotdale könnten wir Ansprüche geltend machen. Okay. Was macht unser... Ach, der macht hier in Anjou, glaube ich, gerade was. Spitzelnetz aufbauen. Achso, es kann sein, dass wir hier die... Genau, die wollten wir mal ermorden. Ermorden. 21%? Ne, das ist nicht viel. Was habe ich gerade bei der Intrige laufen? Nichts. Dann versuchen wir es einfach nochmal hier. Prozent, 12%. Den hier laden wir mal ein. Und den hier. Vielleicht schaffen wir das rechtzeitig. Mal gucken. Ich finde es ganz praktisch. Ah, der will die Autorität der Krone in Irland verringern. Aha. Verschwörung beenden. Jetzt sind wir bei 36,8%. Der eine ist noch 6, also 12% wäre noch da. Das reicht aber nicht für irgendwas. Wir können einen Anspruch durchsetzen. Achso, das war der Spitzel, den ich angeguckt habe. Ist das das hier? Ja, das wäre das Königreich von Frankreich dann. Vom Stern. Ja. Da setzen wir jetzt den Anspruch durch. Kostet uns zwar einen Haufen Geld. Aber den Anspruch hätte ich gerne. Und dann können wir hier diese kleine Grafschaft eventuell noch. Der hat sich nicht... dass wir hier das Main mal erobern. Er hat keinen Krieg mehr, okay. Was dann haben wir gewonnen? Ja, der ist immer noch am rumzicken. Ach, das war eine... Achso, das ist eine Abtei, die geht relativ schnell.
Ein Sohn, Mylpatrake. Ja, ist okay. Jetzt vielleicht. Ja. Jetzt sagt er ja. Wird bei uns eingekackert. Genau so. Habe ich das gerne. Der Herzog der Westhebriden könnte. Neidisch, ja. Könnte revoltieren, ist mir gerade egal. So. Titel entziehen. Wo ist es denn? Tyros. Er hat sogar eine Meinung von 8 über uns. Ich kann ihn auch einfach freilassen. Er hat jetzt einen Friedensvertrag. Ich lasse ihn einfach mal frei. Das taugt bestimmt. Das müsste er erreichen. Dann schicken wir die da runter und fragen uns trotzdem, warum der hier, der Herzog der Westhebriden, auf einmal hier einen auf rummeckern macht. Komische Sache. Die ist auch im Frieden. Warum willst du revoltieren? Verdammt nach dem Königreich von Schottland. Ja, eh klar. Das kann ich ihm auch nicht geben. Neidisch. Vielleicht hat er neidisch dazu bekommen. Naja. Schauen wir mal. Den hier könnte man umsetzen. Hier. Mal hier oben rauf. Dass wir in Flandern vielleicht ein bisschen was machen können. Okay. Das haben wir niedergeschlagen. Bürgermeister starb an schlechter körperlicher Verfassung. Okay. So. Jetzt haben wir unsere Truppen wieder weggepackt. Jetzt können wir hier oben mal. Main. Krieger Kalean. Main beanspruchen. Ich schau mal, ob er Verbündete hat. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Carrick. Ja, gut, wenn die mitmacht, ist mir das wurscht. Main beanspruchen. Gut, ich weiß nicht, wie viele Truppen er da ausheben wird, aber so viel können das eigentlich gar nicht sein. Na doch. So. Da weiß er auch schon gar nicht mehr, was er tun soll. Ich hoffe, das geht sich zeitlich aus. 6. Januar und das hier ist 4. Januar. Wir müssten wahrscheinlich darunter, ja. Gut, Verstärkung ist eingetroffen, die können wir mal hier lassen. Hey, passiert wieder so viel. Ein Kind fehlt, ein Vormund. Ein Mary könnte ich zum Beispiel nehmen. Minus 25. Gibt 20 Meinung, das ist wunderbar. So habe ich das gerne. So, die fangen wir ja ab. Und dann belagern wir Main. Das kann nicht mehr so lange dauern. Die Vasallen beschweren sich, eh klar. Der will nicht vasallisieren, eh klar. Warum will man auch vasallisieren? Macht eh keinen Sinn, ja. Die Verwandte ist volljährig. Ja, das könnte ihn sein. Gibt es was Matrilineares? Nein. Dann lass ich es einfach mal. Im Zweifelsfall meldet sie sich eh, aber ich glaube, das müsste eigentlich ihr Lehnsherr regeln. Das sah aber vorhin anders aus.
Ja, die waren schon noch Nachfolgerzeugen da drin. Mal schnell das Revolutionsrisiko anschauen. Ah ja, Tomond ist wieder zurückgegangen in der Isle of Man. Es ist bei 10% nach wie vor. Hier sind es 4,5. Ja, dann schauen wir mal, was da passiert. In der Isle of Man. So viel kann es ja eigentlich gar nicht sein. Main wird schön belagert. Ah ja, die haben jetzt quasi auch den Krieg erklärt hier. Waffenstillstände laufen aus mit dem König von England. Das hat Vorteile. Was ist das jetzt? Was will Aquitanien jetzt damit erreichen? Das ist das, was ich mich befrage. Also was sie erreichen wollen, ist mir schon klar. Wir wollen das hier einnehmen. Zeit, dass die Verstärkung eintrifft. Ach Gott, warum müssen die sich jetzt einmischen? Das kann nicht wahr sein. Mal wieder irgendwelche Truppen holen, die ich eigentlich gar nicht holen will. Mal, dass das dann langt. Ja, wir reiben da jetzt alle unsere Truppen auf. Das ist eh ideal, ne? Das ist quasi taktisch totaler Quatsch. Ja gut, 7000 Leute, das sollte eigentlich schon reichen. Bitte alle schön wieder nachrücken. Schön da reinrücken. Ja, ein Gefangener. Lassen wir hier stehen und dann müssen wir sogar ein paar Leute rausziehen. Weil das Limit von der Versorgung hier, glaube ich, nur 10.000 Leute oder so ist. Der Zug von Galloway ist gestorben, okay. Ein landloser Sohn. Unser Marschall starb bei einem Unfall. Ja, klar. Was machst du? So, landlose Söhne. Haben wir irgendwo ein Stück Land übrig? Haben wir uns da nicht was aufgehoben? Nicht wirklich. Ach, das sind die. Ich will ja die oben. Desmond, Ormond. Ja, das sind aber alles. Da. Madabra können wir verteilen. Hier, das ist orthodox. Ne? Landtitel gewähren. Na, ne, Nacken nicht. Madaba. Ja, und revoltieren kann er natürlich auch, das ist eh klar. Anwärter auf den, aufs Königreich von Irland, eh klar, ja. Hätte ich ihm doch nichts geben sollen. So kommt es mir immer vor. Gib einfach nichts her. Behalt einfach alles für dich selbst. Na,
hast am wenigsten Probleme. Ah, so geht's aber eigentlich. Eine formelle Kriegserklärung. Ja, unsere Armeen werden uns hier auf dem Schlachtfeld treffen. Eh klar. Ist eh immer so, ne? Wenn man volljährig wird, dann erklärt man den Krieg. Das ist Fakt. Es kann nie anders sein. Ich kann ja auch keine Truppen ausheben. Doch, ich könnte da welche ausheben. 300. Ah, das ist nicht wirklich. Okay, er hat gar keine. Mehr als gar keine haben wir schon. Hier auch nichts. Ist das schon konvertiert worden, tatsächlich? Das ist katholisch geworden. Mhm. Tyros ist auch katholisch. Wunderbar. Einem Kind fehlt ein Vormund. Ja, nehmen wir den da. Ja, wurscht. Da schlagen die sich noch ein bisschen. 5000 Mann gegen 1300 und übrig bleiben wahrscheinlich 1000, eh klar. Okay, zum Belagern bräuchten wir 1000 Personen. 1000 Truppen, wie auch immer man sie nennt. Wenn es 1000 Bauern sind, reicht es auch. Kennt man ja von den Bauernaufständen. 1000 Mann zum Belagern, mehr als genug. So. Das sollte ja eigentlich dann reichen, oder? Wenn ich die mitnehme. Die aus Dublin. Dann haben wir so gut wie keine Verteidigung mehr daheim. Weil wir einmal Main angreifen. Das sollte eigentlich irgendwann mal funktionieren. Das ist unsere Gattin, das ist der Lehnsherr. Oha, die ist jetzt schon verheiratet. Wir haben nur noch 28 Verschwörungsstärke. Das ist schade. Das ist schade. Das wäre praktisch gewesen. Hätte man es so aus dem Weg räumen können. Dann hätten wir uns das ganze Gekloppe da gespart. Schlacht von Redon. Schauen wir mal, wenn wir die ja noch aufreiben können. Aha, ich starbe bei einem verdächtigen Unfall. Der Hofspitzel, so wie es scheint. Das du mal. Ah, der sammelt seine Truppen so ein bisschen hier. Ne? Das ist. Da muss man mal reinfahren. Dann geht das gleich viel besser. Ist das eine Friedenserklärung? Jawohl. Wir haben jetzt gewonnen und haben den Krieg übernommen, oder wie ist das? Wir sind jetzt im Krieg mit Aquitanien nach wie vor. Verteidigen. Frieden anbieten. Formell auch nicht. Naja, wir müssen jetzt hier einfach so mal Main verteidigen. Sehe ich das richtig? Muss ich nicht verstehen. Ich glaube, da haben sie wieder irgendwas gepatcht. Es gab ja einen Patch. Und dann müssen wir mal gucken, was bei Jerusalem unten wieder läuft. So. Sind die schon da? Ja. Die sind schon da, können wir da hin.
Wir könnten dem hier anbieten, sich frei zu kaufen. Und hier hätte ich gerne alle Schiffe. Kriege ich aber nicht. Warum auch? Warum sollte man es hier so machen, dass man mal alle Schiffe auswählen kann? Völlig unverständlich. Wer will schon alle Schiffe auswählen? Jede Menge Truppen. Kleinvieh macht auch einen Ärger, bei Kleinvieh ist es nicht. Meine Gattin hat sich beschwert, dass ich oft nicht zu Hause bin. Wir wollen ja etwas Schönes kaufen. Ah ja, das ist Rubinohrringe. Zähnegeschick. Geschicklichen. Solche Dinge halt, was da so Schönes ist. Ihr Nachfolger wäre unser Sohn. Ja. Na komm, die 15 Gold haben wir. Gibt's Rubinohrringe für sie? Da wurde jetzt gerade wer entlassen. Wir können aber rechtmäßig ihn einkerkern, und zwar den hier. Das ist der Herzog von Gwynedd. Der hat aber eh nur eine Grafschaft. Der will Herzogin Sibylla von Albany töten. Verschwörung beenden? Nein. Wer ist Herzogin Sibylla von Albany? Herzogin Sibylla von Albany. Bei der Intrige mal gucken. Das hier. Unser Vasall, die Herzogin von Albany. Ah ja, weil er der Nachfolger ist. Ah ja. Was habt ihr denn Schönes? Zwei Grafschaften. Strathern und Gowrie. Das ist interessant. Dann wird schön belagert dann. Die 2000 belagern da oben. Und da werden die feindlichen Truppen aufgerieben. Ja, das sind 4000 Truppen. Ja, er hat schon einige Truppen. Ja, es sind jede Menge Truppenverbände hier unterwegs. Da unten verlieren wir gerade gegen 6000. Puh. Der Bürgermeister von Compiègne wurde gefangen genommen. Okay. Lass mich mal hierher ziehen. Aber ich vermute, dass es seine 7000. Nur 2000. Zwei Gefangene. Okay. Ich muss schauen, dass ich die Truppen von ihm ein bisschen kleiner kriege. Die Kontingente, die er hier herumlaufen hat, hier 10000 Leute, das ist einfach zu viel. Datennachfolger. Okay. Ja, darfst du dich freikaufen. Ich hatte jetzt schon wieder schwanger. Wir sind selbst tapfer geworden, das ist auch gut. Wo will er mit seinen 10000 Leuten hin? Ich will eigentlich in dem Fall nur ein informelles Friedensangebot. Das würde mir schon reichen. Oder Main wahrscheinlich. Wir laufen einfach mal davon. Ah. Da hat er uns eingeholt. Das ist ungünstig. Da werden wir jetzt wahrscheinlich wieder mit den Truppen verlieren. Ja, wir sind die Verteidiger. Wir haben natürlich viele Truppen verloren. Wir haben jetzt noch 3000 übrig.
Einmarschkrieg, nur wegen Maine? Also der Krieg, der hätte eigentlich vorbei sein müssen, meiner Meinung nach. Aber das ist wohl nicht so gedacht. Naja. Da oben wird auch belagert mit 12.000 Truppen. Ach, wie schön. Okay, ich denke, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.